Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und generell Kritiken aller Art. Nehmt Platz hier am Filmstammtisch der Redaktion des Telestammtisch. Da habe ich jetzt ganz oft Stammtisch gesagt und vielleicht ist dann klar, was wir hier eigentlich machen. Wir plaudern einfach ganz entspannt und fluffig über Filme und werden es in dem Fall unter anderem tun über The Prom, der aktuell bei Netflix angekommen ist. Wir haben jetzt allesamt die Gelegenheit, The Prom zu gucken. Und in dem Fall haben sich Luisa, Paul und Sven hingesetzt, den Film vorab gesehen und für euch besprochen. Viel Spaß bei deren Triple. Es folgt die Besprechung des aktuellen Films Sound of Metal, der jetzt bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Sound of Metal haben in dem Fall Lukas, Max und Stu besprochen. Das sind ja drei sehr musikaffine Menschen und ich bin mir sicher, dass auch deren Triple total informativ und unterhaltsam geworden ist. Zu guter Letzt dann noch der dritte, wenn man so will, Musikfilm in dieser Runde. Jingle Jangle Journey, der aktuell bei Netflix läuft. Hier waren es niemand Geringeres als Paul und Sven, die sich diesem Film gewidmet haben, zu dem ich gar nichts sagen kann, außer dass Paul den ganz privat einfach mal so geguckt hat und vielleicht war das also was, was er unbedingt sehen wollte, vielleicht aber auch nicht. Leute, lasst mal krachen bei unserem Musikspecial hier und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur größten Party des Jahres auf Netflix, denn am 11. Dezember 2020 startet auf Netflix The Prom und wir sind hier, um diesen Film zu besprechen. Bei mir begrüße ich heute Luisa. Hallo. Und Sven. Hallo. Hallo. Ja, Sven. Sorry. Was ist denn nun schon wieder los? Ja, fängt ja schon mal super an. Ich würde dann auch gleich mal übernehmen und kurz den Film zusammenfassen. Sehr gut. Ja, dieses ganz, ganz bunte Spektakel beinhaltet folgende Story. Und zwar geht es um mehrere Darsteller in einem Theater oder Musical, die tatsächlich sehr, sehr bekannt sind und auch einige Preise für ihre Darstellung und schauspielerischen Leistungen erhalten haben. Allerdings bekommen die dann unglücklicherweise von einer sehr renommierten Zeitschrift unfassbar schlechte Kritiken und die auch sehr, sehr persönlich werden und ihnen irgendeine narzisstische Störung ankreiden. Und die Darsteller sind davon so schockiert, dass sie sich beschließen, aus Eigennutz ein kleines Projekt zu entdecken, um sich wieder ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Und der Zufall will es so, dass in einem kleinen Städtchen eine Prom stattfinden sollte, die aber abgesagt wurde, weil sich herausgestellt hat, dass die Eltern unfassbar dagegen waren, dass ein lesbisches Pärchen zum Prom geht und ihre Kinder damit in Berührung kommen. Und so wurde das abgesagt und die Darsteller entscheiden sich, zu dem Ort zu reisen und den im Grunde dem lesbischen Pärchen unter die Arme zu greifen und die Prom doch noch zu ermöglichen. So, und damit würde ich dann weitergeben, um die Fakten zusammenzufassen. Okay, als Regisseur hätten wir den guten Ryan Murphy, der sich eher so für Serien auszeichnet, wie zum Beispiel American Horror Story und Pose und was weiß ich nicht alles. Der Film geht 130 Minuten und als Darsteller, ich nenne nur einfach mal die namhaften, da hätten wir Nicole Kidman, Meryl Streep und Keegan-Michael Key. Ja, der Film startet am 11.12. auf Netflix, das hatten wir jetzt glaube ich schon und ja, mehr hätte ich auch nicht zu sagen. Und der basiert auf einem gleichnamigen Broadway-Musical von aus dem Jahre 2016. Stimmt. Mal vielleicht noch. Genau. Ist quasi, ja, eine filmische Umsetzung dieses Broadway-Stoffes. Ja, und ich würde sagen, an diesem Punkt können wir auch gleich einsteigen. Das Ganze ist ein Musical, das Ganze ist bunt, das Ganze ist groß. Und da starten wir einfach mal mit der Musik, mit, ja, die ist laut, die ist bunt. Was meint ihr insgesamt zum Musical-Style dieses Films? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war etwas überrascht, weil ganz ehrlich, ich bin kein großer Musical-Fan. Aber was ich toll fand, die haben doch in den Liedern sehr viel Witz mit reingebracht. Die Tanzeinlagen waren dann da auch schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Doch. Allerdings muss ich auch sagen, ich fand die Musik, also man hat jetzt nicht unbedingt was Neues von der Musik her bekommen, weil ja, das ist halt einfach dieser typische Musical-Style.
den kann man da schon erwarten. Ja, viel Popmusik, würde ich sagen. Und viel einfach so gute Laune und Tanzmusik. Und ja, was du gesagt hast, diese Massentanzszenen, also die fand ich auch. Keine Ahnung, mir tat's gut, mal wieder sowas zu sehen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so große wirklich Tanzszenen, dann ist das 2020 auch nochmal was ganz was anderes. Aber das hat sich irgendwie gut angefühlt. Also ich war schockiert. Ich war 130 Minuten lang schockiert. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich den Film mit Disney Plus in Verbindung gebracht und dachte, ey, die fluchen da geht's um homosexuelle Liebe. Ich fühle mich schmutzig. Ja, ich gucke Disney Plus, ich muss mich danach erstmal fünfmal waschen gehen. Bis ich dann am Ende wirklich gedacht habe, bist du bescheuert, das ist Netflix. Und ich habe die ganze Zeit, ich wollte schon Disney wirklich in die Höhe loben, dachte, nee, endlich mal innovativ, frech, witzig, und kleine Schimpfwörter noch drin. Geil, aber dann, nee, verdammt, ist ja Netflix. Also mir war das Gesinge irgendwann etwas zu viel, muss ich zugeben. Es hat mich dann doch teilweise schon wirklich überschlagen, wo ich gedacht habe, jetzt bitte fang nicht du auch noch an zu singen. Ich meine, die singen alle super und ich fand auch die Texte, ja, wie du schon gesagt hast, witzig, ist ein schöner Humor drin, auch ein bisschen bissig, aber manchmal doch etwas. Also ein, zwei Songs weniger hätten dem Ganzen gut getan. GDP. Definitiv. Es gibt auch meiner Meinung nach nicht so viele, die jetzt wirklich so im Gedächtnis bleiben. Also es gibt vielleicht so einen, der läuft so ungefähr in der Mitte des Films, der ist auch sehr präsent im Trailer. Und der hat vielleicht so ein bisschen einen Ohrwurmcharakter, aber sonst sind es alle, die Musical-Szenen, die sind alle super toll in der Aufmachung her. Aber mich haben sie vom Musikalischen dann danach auch nicht weiter begleitet. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich schaue mir High School Musical an in ein bisschen offener. Richtig, und progressiver. Ja. Ja. Genau so ging das auch. Kann ich da schon verstehen, warum du deinen Disney Plus Vibe hast. Ja, nee, und wenn wir hier mit Ryan Murphy auch jemanden in der Regie haben, der auch für Glee, und ich dachte, Glee war doch auch so, ging es da nicht um Musical, ich habe es nie gesehen, aber da habe ich dann schon, das merkt man dann schon. Und lustig, dass mit diesen Parallelen zu Disney Plus, das hatte ich dieses Jahr schon das ein oder andere Mal bei Netflix-Filmen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Na gut, war mein erster Netflix-Musical-Film, aber ja, ich war die ganze Zeit da gehockt und dachte, das kann doch nicht sein. Was haben die denn genommen, dass die sowas raushauen? Also wirklich, ich war entsetzt. Wer auch super was raushaut in dem Film, das sind die Darsteller meiner Meinung nach, beziehungsweise eigentlich wollte ich jetzt nur diese Überleitung aufgreifen, um auf Meryl Streep zu sprechen zu kommen, denn ich finde, in fast jeder Szene, wo sie vorkommt, also sie spielt wirklich einen Charakter, der ist am Anfang, boah, die Charaktere sind am Anfang alle so unausstehlich, beziehungsweise so arrogant und so, boah, aber was Meryl Streep dann in einigen Solo-Nummern rausging, auch wenn sie sich da zum ersten Mal präsentieren vor dieser Highschool, wo sie dort in diese Besprechung platzen und dann Meryl Streep ihren Auftritt hat. Boah, das ist schon... Oh. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, Meryl Streep hat schon wieder in diesem Film eine unfassbare Präsenz. Also diese Frau, die kriegt es einfach super hin. Sie ist einfach eine tolle Schauspielerin. Mehr kann man da gar nicht sagen. Sie hat einfach diese Präsenz von dieser Figur unfassbar gut aufgenommen und das auch sehr facettenreich dargestellt und einfach schon wieder diese Körpersprache von ihr. Ich bin da total hin und weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Nee, hat sie schon gut gemacht. Ich finde auch, dass in den Liedern und so generell auch viel, viel Kritik an Stars mitschwingt, auch wenn es so ein bisschen unterschwellig ist, gerade so am Anfang, wo sie sagen, ja, ist scheißegal, wenn es kacke läuft, ja, machen wir halt einfach mal einen zweiten Teil, ne? Und ich finde es jetzt gar nicht so unterschwellig, ich finde, das ist schon sehr, sehr haut drauf. Also auch diese überzogene Darstellung da. Ja, absolut. Aber auch dieses, wir sind jetzt gerade in der Publicity ziemlich schlecht dargestellt und haben einen schlechten Ruf. Jetzt versuchen wir das irgendwie durch ein soziales Projekt wieder zu verbessern. Und das sieht man ja auch ganz oft. Genau. Also
das wird schon stark kritisiert. Das finde ich auch super eigentlich, dass man das Thema auch mal in einem Film oder Musical aufgreift. Ja, das ist jetzt nichts so groß Neues. Ich fand auch die Botschaften, vielleicht kommen wir dann noch dazu, ich habe mir auch noch mal einen Punkt Botschaft aufgeschrieben, die waren für mich manchmal ein bisschen zu offensichtlich oder zu sehr dort reingedrückt. Mhm. Aber was ich noch zum Beispiel bei einem Schauspieler, einmal noch James Corden, den man ja vielleicht aus hier seinen Late-Night-Shows kennt und der ja auch begeisterter Musical-Darsteller ist und der einfach immer so eine, keine Ahnung, der grinst immer so und dann bringt er immer die richtige Freude in diese Lieder rein, obwohl auch sein Charakter nicht immer so sympathisch eigentlich ist. Und wen ich auch nochmal hervorheben würde, ist Joe Allen Pellman oder ja, so. Die Hauptdarstellerin oder die Emma in diesem Film, also eine von den Mädchen, die eben auf die Prom gehen wollte, die, finde ich, macht das auch richtig stark. Und ich glaube, das ist auch ihre erste Rolle. Die erste große? Mhm. Ja. Nee, die fand ich auch ganz große Klasse. Und sie hat das Klischeehafte auch so ein bisschen echt gut rausgekitzelt. Aber gleichzeitig nicht so überzeichnet und nicht so übertrieben. Das fand ich echt eine richtig gute Mischung. Ich fand ihren Charakter auch noch mit am natürlichsten so. Ja. Und auch mit mehr präsent als jetzt zum Beispiel ihre Freundin, Kerry Washington, die da eben als ihre Freundin auftritt, die war mir dann, die hatten mir nicht so gut gefallen. Die war irgendwie, ja doch dann eher sehr zurückhaltend oder so. Aber sie hat mit ihrer Performance, hat mich überzeugt. Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, welche Rolle sie ja verkörpern sollte. Ja, also ich fand, das hat eigentlich da dann doch ganz gut gepasst, weil sie hat ja ein sehr strenges Elternhaus. Also ihre Mutter ist ja sehr, sehr streng und hat ganz gewisse Erwartungen. Und die Mutter unterdrückt ja auch so ein bisschen ihr natürliches Ich, indem sie sagt, du musst genau so und so sein. Und anders geht nicht, links und rechts gibt's nicht und dementsprechend verhält sie sich auch nicht ganz so natürlich, weil sie halt immer extrem aufpassen muss, wie gibt sie sich, was zieht sie an, wie macht sie ihre Haare, was sagt sie und so weiter und so fort. Und dieses in sich gefangen sein und dann weniger präsent sein kam eigentlich schon ganz gut rüber, fand ich. Mhm. Ja, verstehe ich auch, ja. Gehen wir mal weiter zur Inszenierung. Für mich, also wir haben schon gesagt, die Aufmachung, die ist sehr bunt und sehr, ja, sehr, sehr feelgood-artig. Mir war es manchmal so ein bisschen alles zu clean oder ein bisschen zu perfektionistisch. Absolut. Und ich habe mich ganz, ganz oft gefragt, ziehen so Proms wirklich in den USA aus? ja, ich denke schon. Ja. Also es war viel Glitter, viel Glamour, viel Bling-Bling und sehr, sehr laut. Und ich habe teilweise gedacht so, oh wow, also kurze Anmerkung. Ich bin zum Beispiel verheiratet und unsere Hochzeit war nicht so glamourös wie Tom. Ja, es war unfassbar kitschig, aber es passt, finde ich. Ja, genau. Natürlich. Auch wenn sie da mit ihrer Freundin unter den rosa Blütenblätterbäumen da lang spaziert. Mhm. War das aus dem Film? Oh, ja, doch, das war in dem Film. Ja, das war so ein Twilight-Vibe, ja. Das ist schon alles sehr überzogen, aber das ist auch dem Genre, sag ich mal, denke ich schon zuzuordnen. Weil, ja, in Musicals ist ja meistens alles so sehr verschönert und sehr überzeugt, sehr aufgeblasen, genau. Aber trotzdem fand ich es immer noch erfrischend frisch. So, also dieses stimmt, Thema, ja. Und ja, diesen Humor, und damit hatte ich absolut nicht gerechnet. Das hat mich dann doch schon vor vielem Schlimmeren bewahrt. Ja, ich muss auch sagen, dieses Bunt und dieses Überzogene, das tut halt auch irgendwann mal gut. Ja. So, ich muss es jetzt ehrlich nicht, ich muss ihn nicht direkt nochmal sehen, aber so wirklich so einmal im Jahr kann ich mir so eine wirklich, und da kann auch mal was bunt und überzogen sein. Und das muss man natürlich auch sagen, wenn man mit Musicals absolut nichts anfangen kann, dann ist dieser Film auf keinen Fall was für einen. Nee. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, dieses bunte, überzogene und teilweise auch dieses Klischee-Bediente, also gerade zum Beispiel, wenn man die Szenen aus dem Theater sieht, das ist ja immer so ein
so ein Theater im 20er, 30er Jahresstil. Also so wie man sich im Grunde als Kind vielleicht so ein Theater vorstellt, mit der Bar und alles super, super schick. Und das hat schon so ein bisschen meine Sehnsucht geweckt, auch wenn ich weiß, dass bei weitem nicht jedes Theater so aussieht. Aber man merkt, so ein bisschen nostalgisch wird man da auch. Ja. Also das hat so ein bisschen Platz dafür. Das finde ich dann auch wieder ganz schön. Definitiv, ja. Ja, man versucht ja auch mit den Klischees, habe ich manchmal das Gefühl, also der ist ja voller Klischees, aber mit diesen Klischees versucht man eben gegen Klischees irgendwie zu arbeiten, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt. Die Botschaft an sich, ich fand, also keine Ahnung, für mich war das irgendwie, also die ist gut, natürlich, aber die fühlte sich auch irgendwie so an, müsste es nicht längst klar sein, und auch diese Inszenierung dieser gleichgeschlechtlichen Liebe, so, dass das so im Mittelpunkt steht und dass das dann so dass da so wieder so großes Ding zu so einer großen Bedeutung verhilft. Ich hatte auch dieses Jahr ein deutsches Musical mit einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, auch zwei junge Frauen zusammen. Das war Kartoffelsalat 3. und dieser Vergleich ist erstmal. Davon gibt's drei Teile? Nee, ja, die haben einfach den zweiten weggelassen und gleich die drei gemacht. Aber okay. Da muss ich sagen, da ging es auch um die Liebe, also ja, aber die, es hat zu keiner Zeit hat das jemand in Frage gestellt, dass das eine gleichgeschlechtliche Liebe ist, und das fand ich an diesem Film so stark, obwohl ich den Film an sich Kartoffelsalat 3 nicht so gut fand, aber das war ein ganz großer Pluspunkt, und das ist hier natürlich jetzt, hier steht wieder dieses ganz große Ding, und das hat man ja nur wirklich schon oft gesehen. Ja, aber ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass das in den USA immer noch ein großes Thema ist. Und zwar, habt ihr zufällig Sex Education gesehen auf Netflix? Nee. Noch nicht zu Ende. Kann ich übrigens nur empfehlen, weil die greifen auch das Thema Homosexualität auf. Und da hat man auch gemerkt, also es ist zwar irgendwo akzeptiert, also öffentlich, aber in der Gesellschaft ist das Thema immer noch nicht so wirklich angekommen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das ist, deswegen adressieren die das auch so stark, weil das in den USA der allgemeine Konsens ist, es ist okay, aber generell sind halt viele da, ist noch immer noch sehr, sehr konservativ eingestellt, und die sagen dann halt eher, ja, der darf ruhig schwul sein, aber bitte nicht in meiner Nähe, so auf die Art. Und das wird da halt dann doch nochmal stärker adressiert, wahrscheinlich deshalb. Da muss man sich nur mal hier die Borat-Filme angucken, ne? Und dann sieht man das, ja, und wir haben es ja auch, also es wird ja auch mehrmals gesagt, wir sind hier was im konservativen Indiana, glaube ich. Und ja, da kann ich das schon verstehen. Dann finde ich es wiederum, wobei ich dann nicht so tief drin stecke, wir haben hier als Gegnerin oder als Repräsentantin des Systems eine starke schwarze Frau. Und ja, keine Ahnung, das wirkt dann auf mich so ein bisschen, okay. Verstehe, was ich meine? Das ist so, für mich wirkte das so ein bisschen scheinheilig, dass dann, aber da sind wir okay, aber die gleichgeschlechtliche Liebe, die müssen wir anpacken oder so. Also da, das hat mich gestört. Wobei, wenn du dir mal die Mutter anguckst, im Endeffekt ist sie ein Abziehbild der weißen anderen Damen. Und sie verhält sich genauso. Ja. Also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, dieses typische oder dieses Klischee, dass man sagt, ja, die Schwarzen, alle Hip-Hop und yo, sondern sie ist genauso, also sie hat sich so angepasst, dass sie, wenn sie jetzt sagen würde, ach Gott, meine Tochter, um Gottes Willen, ja, dann würden sie wahrscheinlich doppelt fertig machen. Also, wenn man es, ne? Ja, okay, aber für mich war es so, dieser Film, der hat eben die ganze Zeit mit Klischees gearbeitet, und dann kommt plötzlich sowas, was ja kein Klischee ist. Ich verstehe, was du meinst. Aber für mich hat mich das so rausgerissen, habe ich mir gedacht, okay, man fokussiert hier ein Problem, das andere malt man sich dann aber ein bisschen schöner. Was ich da auch wieder irgendwie sehr schade fand, also ich weiß nicht, wie viel ihr auf Meme-Seiten und so weiter unterwegs seid, aber da sieht man doch sehr oft dieses Vorurteil und Klischee, bei eher Afroamerikanern, dass der Vater oft fehlt oder die Familie verlässt. Und das war halt da auch direkt drin. Stimmt. Das fand ich tatsächlich etwas schade. Ja.
Ja. Das stimmt. Ja. Also, ja, entweder ganz oder gar nicht, aber das dann so halb-halb reinbringen, fand ich dann irgendwie ein bisschen... Das hat mich so ein bisschen auch rausgerissen, ja. Gut, ich denke, damit sind wir auch schon, haben wir schon lange genug über diesen Film beziehungsweise über unsere Meinungen gesprochen. Wir kommen mal zur Bewertung und zum Fazit. Wir haben uns im Vorfeld diesmal schon festgelegt, was wir vergeben, nämlich kleine Promkrönchen. Und ja, dann, Luisa, dann fang doch du mal am besten an. Generell muss ich sagen, für Musical-Liebhaber lohnt er sich definitiv. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Musical-Liebhaber und von der Aufmerkung her hatte er hier und da doch so ein paar Dinge, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Aber was ich ganz gut fand, war die leichte versteckte Botschaft. Also das kam auch, finde ich, durch das Zusammenspiel mit den Theaterdarstellern und den Schülern ganz gut raus. Dieses, man soll sich auch mal präsentieren und mehr trauen, aus sich rauszukommen und mehr aus sich zu machen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, finde ich auch eine wichtige Botschaft, gerade für Jugendliche. Deswegen würde ich auch tatsächlich eher so 3 Krönchen vergeben. Ja, ich würde mich mit 3 anschließen, weil es doch schon etwas erfrischend war. Mir war es, obwohl ich ja bekannt bin, dass ich auf Musical-Einlagen stehe, besonders bei Disney Plus, war es mir dann ein bisschen zu viel. Darsteller super, Inszenierung halt poppisch bunt. Man kann seine etwas größeren Kinder da auch davor parken. Das ist auch in Ordnung. Es gibt eine schöne Botschaft. Oh, die Leute sind super, habe ich auch schon gesagt. Ja, mir ist er halt wirklich ein bisschen zu lang und ein paar Lieder zu viel. Ja, das definitiv. Er ist mit, also er wäre auch mit 90 Minuten, glaube ich, ganz gut gefahren und nicht mit über 2 Stunden, ja. Ich bin so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil ich glaube, wenn ich alles so ausschalten würde, woran ich bei diesem Film gedacht habe oder so und mich allein auf das Feeling und allein auf die Musik konzentrieren würde, dann würde ich einfach nur neben dem Film so ein bisschen rumtanzen oder so, auch wenn er mir auch ein bisschen zu lang geht. Und so als Musical wären da schon fast vielleicht 4 Promkrönchen drin, aber für mich gibt es dann halt auch so Punkte wie, mir ist die Botschaft ein bisschen zu dick aufgetragen. Also mir ist das manchmal, manchmal ein bisschen sehr direkt ins Gesicht. Und auch die einzelnen Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben, mit denen bin ich auch nicht so ganz zufrieden, dass ich dann doch irgendwo auch bei 3 Promkrönchen rauskomme und sagen würde, das ist ein Feel-Good-Film, definitiv. Und so einer gehört auch mal in so ein Jahr. Ja. Und ja, man kann da sicherlich mal einen Abend oder einen Nachmittag mit seinen Spaß haben. Aber darüber hinaus hat er für mich nicht viel geliefert. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass wir das zusammen besprochen haben. Und ich danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Und ich sage tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo, willkommen zur Besprechung von Sound of Metal. Ich bin der Stu und an den Drums heute der Max. Hallo Max. Ja, ich bin's wieder mal. Hallo, ich kann dich nicht hören. Nee, war ein Witz. War schlecht, der war ein schlechter Witz. Ja, und am Bass der Lukas. Hallo. Hallöchen. Ja, ich bin der Stu und werde singen, das heißt, es ist eine Scheißband. Tatsächlich, aber ist egal. Ein Schlag pro Sekunde kriegen wir hin. Ja, wir reden über Sound of Metal, ein Drama, das sich Amazon gekrallt hat und seit dem 4. Dezember exklusiv bei Prime zu sehen ist. In der Hauptrolle ist Riz Ahmed, außerdem noch zu sehen ist Olivia Cook, die kennt man unter anderem aus Ich, Earl und das Mädchen oder Ready Player One und Mathieu Amalric, wie heißt der? Entweder Amalric oder Amalric. Ich glaube, er ist Franzose, deswegen könnte es auch sein, dass irgendwie so Amalri auf einmal wird oder so. Amalri, ja. Der Analric. Genau. Ja, super, das ist schon mal genau die Niveau-Richtung, die wir hier brauchen, glaube ich. Wunderbar. Okay, Lukas, kannst du unseren Hörern kurz erklären, worum geht's in Sound of Metal? Natürlich, als Protagonist haben wir den Ruben, der ist Schlagzeuger
in einer Band, die er zusammen mit seiner Freundin Lou hat. Diese Band heißt Blackgammon und die spielen halt so, ich würde so sagen, Metal, so wie der Titel schon ein bisschen verrät natürlich. Und so ein bisschen spezielleren Metal, würde ich sagen. So ganz am Anfang kommt dann nämlich so eine kleine Sequenz, wo die einen Auftritt haben. Das ist so ein bisschen so progressive, würde ich vielleicht sagen. Ich bin jetzt aber auch kein Experte. Muss ich kurz einsteigen? Sludge oder Doom nennt man das. Wieder was dazugelernt. Genau, und auf jeden Fall leben die beiden halt zusammen in einem Wohnmobil, reisen von Gig zu Gig und Musik ist quasi so deren Leben, deren Lebensunterhalt. Die verdienen damit ihr Geld. Von einem Tag auf den nächsten wird Rubens Gehör allerdings sehr, sehr schlecht und geht dann auch so weit, dass er halt sein Gehör komplett verliert. Und er darf sich dann halt keinen lauten Geräuschen mehr auseinandersetzen, also sich mit lauten Geräuschen auseinandersetzen. Und das ist natürlich dann eine gewisse Problematik, da er an den Drums ist und die Musik natürlich auch allgemein sehr laut ist. Und so muss Ruben natürlich schauen, wie er weitergehen will in seinem Leben und kommt dann auf eine Gruppe von Gehörlosen, wo er dann sein Leben ein wenig zu verändern beginnt, sagen wir es mal so. Okay, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich fand diesen Film unglaublich gut. Ich fand ihn bewegend, ich fand ihn eindringlich, ich fand ihn auf eine fast schon charmante Art belehrend, ohne zu zwanghaft belehrend zu sein. Und ich finde, dass der Film wirklich getragen wird durch zwei Sachen. Das eine ist der Hauptdarsteller, über den können wir gleich reden. Worüber ich aber unbedingt reden möchte, ist eine technische Sache, oh ja, nämlich das gottverdammt geniale Sounddesign. Oh ja, oh ja. Ja. Okay. Ja. Einfach damit an, oder? Ja. Genau. Max, beschreib doch mal oder sag mal, warum ist das Sounddesign für dich so großartig in dem Film? Weil es dich echt so vorkommen lässt, als wärst du dieser Ruben. Das ist eigentlich wie eine zweite Kamera, eine auditive Kamera sozusagen, die noch einen weiteren Blickwinkel irgendwie mit reinbringt. Muss man sich so vorstellen, man bekommt eben zwei Teile immer mit, je nachdem wie der Fokus gelegt ist. Entweder man hört's, wie es Ruben hört, oder man hört's, wie die Außenwelt es wahrnimmt, sozusagen als objektiver Betrachter. Gibt es eigentlich gar nicht objektiv, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, es ist schon öfter mal in Filmen versucht worden, so diese Diskrepanz irgendwie darzustellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das der erste Film ist, der es zu 100% schafft, das so darzustellen, wie es dargestellt werden muss. Es ist Wahnsinn, es ist echt saugut. Und wie laut Stille sein kann, merkt man echt erst nach diesem Film. Ja, ich fand den Einsatz des Sounds auch teilweise so berührend und auch fast schon, weil, wie gesagt, Ruben ist halt Musiker. Das heißt, er mag Musik, das ist so sein Leben, er mag laute Musik. Und natürlich ist für ihn dann diese Gehörlosigkeit das Schlimmste, was ihm passieren kann. Und wenn man dann so Szenen hat, wo man aus seiner Perspektive, sag ich mal, hört, eine relativ lange Zeit und dann springt das aber zu so einer zu einer Hörperspektive, die wir haben. Das heißt, wir hören dann alles, ist das umso schmerzhafter. Mhm. Also. Weil dieser, ich finde, das ist das Gute, dieser Ruben ist auch so eine unglaublich greifbare Figur. Ja, dem kann ich auch nur zustimmen, weil das ist halt auch so schön, weil die Geschichte halt jetzt nicht so krass über irgendwelche Stränge schlägt, sondern eine sehr geerdete Geschichte ist, die sich halt wirklich den gesamten Fokus auf diese Person wirft einfach und einfach versucht, so viel Awareness dafür zu schaffen. Und das funktioniert auch einfach so gut. So gerade direkt am Anfang, so in den ersten 5 Minuten, hat man ja erstmal direkt natürlich das Konzert und dann halt diese Nacht danach quasi und wo er dann aufwacht und dann einfach so die alltäglichsten Dinge in diesem Wohnwagen macht, so einen Kaffee kocht und die Tür aufmacht und da ist das Sounddesign halt so sehr, sehr scharf und alles ist, und die ganze Sounds, die dadurch entstehen, wie zum Beispiel die Kaffeemaschine, wie die halt rattert quasi, und das macht halt alles so sehr, sehr eingängliche Töne und dann nach ein paar Minuten ist man auf einmal in Rubens
Gehör quasi und auf einmal sind genau die gleichen Sachen einfach stumm. Und man weiß im Kopf, wie sich das anhört, aber man kann es jetzt gerade nicht mehr hören. Und das funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Also wahnsinnig gut finde ich schon eigentlich das erste Mal, wo er nach diesem Konzert irgendwie merkt, okay, jetzt ist es komplett kaputt, also aufsteht und dann mit dem Kiefer und mit seinen Nasennebenhöhlen das vorm Spiegel irgendwie probiert, wie sich die Töne da anhören. Das ist irgendwie keine Ahnung. Da haben wir schon gedacht, fuck, wenn die das jetzt die ganze Zeit so durchziehen, dann wird das echt für Sounddesign eine Herausforderung. Ach, ja, es tut mir leid, ich hab den Film wirklich vor 15 Minuten erst zu Ende geguckt und bin immer noch in dieser sehr euphorischen Stimmung, die er mich hinterlassen hat, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es ein Feel-Good-Movie ist. Es ist jetzt aber auch kein Film, der einen so niederknüppelt, es ist jetzt kein Komödie, aber dieser Film hat mich halt wirklich 2 Stunden lang in so eine andere Welt, nenne ich es mal, entführt. Und es war so. Es ist ja jetzt für dich nichts Bekanntes, oder? Nein, also weder bin ich Heavy-Metal-Musiker, noch bin ich gehörlos. Okay, gut. Von mir genau. Ja gut, den Heavy-Metal-Teil, den kenne ich nur aus meiner Frühphase. Aber ach ja, die Grundschule. Ja, die Grundschule, immer die Auftritte. Wenn man dann Slayer nachgespielt hat. Nee, es ist alles super gut aufgefasst. Es hat einen dokumentarischen Stil. Es ist so dieser Film, der steht praktisch im gleichen Regal wie jetzt. Der steht so zwischen The Wrestler und Florida Project. Da würde ich ihn irgendwie reinpacken. Keine Ahnung. Tatsächlich an The Wrestler habe ich tatsächlich auch gedacht, muss ich sagen. Ja. Irgendwie hat mich das da auch daran erinnert. Ja. Er konzentriert sich halt auf eine Person. Vergisst aber nicht, dass die anderen Personen um ihn rum halt mehr oder weniger wie gute Plotpoints funktionieren. Ich finde zum Beispiel auch Olivia Cooke, die macht halt echt eine Karriere, wo ich sage, hey Mädel, wenn du in dem Film mitspielst, der nicht gerade Ready Player One ist, dann gefällt mir das, was du machst. Und ist es ein Debütfilm? Es ist, glaube ich, wieder so ein Feature-Film-Debüt, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe bei Letterboxd auch nochmal geguckt und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Langfilm-Debüt ist. Okay, ja. Also der Regisseur, der Darius Marder, der hat auch das Drehbuch geschrieben mit seinem Bruder, der wiederum die Musik gemacht hat. Weil ich habe, glaube ich, gelesen, diese Band Blackgammon gibt's halt wirklich. Nee, Blackgammon gibt's nicht. Die ist angelegt an eine Band, die Jucifer heißt. Ah, okay. Und ich glaube, das ist jetzt komme ich wieder ins Halbwissen rein, glaube ich, ist eine belgische Band. Deswegen ist es, wahrscheinlich kommt irgendwo auch diese belgische Co-Produktion her. Wobei, keine Ahnung, was weiß ich, ist ja egal. Ja, übrigens, die Originalstory soll kommen von diesem Derek Cianfrance, dem Regisseur von Place Beyond the Pines und Blue Valentine. Mhm. Merkt man auch so ein bisschen. Also der Film hat halt auch schon einen sehr realistischen Touch, ne? Das ist jetzt kein Film, der schwelgerisch daherkommt, sondern eher ein Film, der auch sehr ganz klar zeigt, das ist jetzt Fakt, das ist die Realität. Mhm. Was auch zu einigen sehr schlimmen Szenen, also jetzt schlimm in Anführungszeichen, führt, weil natürlich der Ruben natürlich alles versucht, um da irgendwie rauszukommen, bis er dann irgendwann halt diese Akzeptanz hat. Es gibt nur eine Sache, die ich kritisieren würde, das ist eine Kleinigkeit. Er geht hier dann in diese Einrichtung für gehörlose Menschen und ich, bei ganz vielen Filmen habe ich aber das Problem, ich raff nicht, wie viel Zeit vergeht denn da eigentlich? Und das hatte ich hier halt auch. Keine Ahnung. Es könnten 2 Wochen sein, es könnten 6 Monate sein, es könnte ein Jahr sein. So ganz genau weiß man es nicht. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Mini-Kritik. Es hat mich jetzt nicht so gestört. Aber ja, ich meine, diese Sachen, wie viel Zeit vergeht und sagen wir mal, was jetzt an den Stellen passiert, die jetzt nicht on camera gezeigt werden. Da gab es auch noch so diese Stelle, wo er ja das erste Mal irgendwie so taub wird und dann oder beziehungsweise wo er zu Beginn taub wird.
Punkt. Und dann aber noch ein Konzert spielt und da müssten eigentlich im Prinzip dazwischen müsste er nur 5 Stunden mit seiner Freundin beziehungsweise Band Frontfrau gehabt haben und da kann man dann auch keine erzählen, hat jetzt diese 5 Stunden nicht gemerkt, dass sie Schlagzeuger sie nicht mehr versteht, wenn sie was zu ihm sagt. Das sind aber so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, schaue ich mal drüber hinweg, kann unter Umständen sein, dass, vielleicht liegen die noch irgendwo unter dem Schnitttisch. Ja, also ich habe halt ein kleines Problem immer damit, weil es immer so aussieht bei solchen Einrichtungen, jetzt egal, warum man da hingeht, sei es jetzt körperlich oder psychisch, dass du da hingehst, so du gehst die Tür rein, hast 3-4 Tage und kommst als neuer Mensch raus. Ich meine, das macht der Film jetzt nicht, der sagt, zeigt sehr eindeutig, dass es nicht so einfach ist, aber diese Zeitspanne war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht zu weit ausbreiten, nee. Das war halt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hätte, kleiner. Ne? Da muss man halt als Zuschauer dann ein bisschen mitdenken. Ja. Also ich denke dann schon, dass es so ein paar Monate waren, vermutlich so vielleicht ein halbes Jahr, weil man muss halt auch überlegen, in der Zeit musste halt seine Freundin, die muss ja dann auch erstmal zu ihrem Vater, glaube ich, saß zurück und da das Zeug machen, so dass es ja auch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern quasi, da, aber da muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen, damit das so, wie es dann quasi ist halt, ganz vage gesagt, und er lernt ja auch Gebärdensprache und so ein Kram, das ist ja auch keine Sache, die man jetzt irgendwie in 2 Wochen vernünftig lernen kann, denke ich. Deswegen, ich denke, es ist okay, wenn man sagt, das sind jetzt so zwischen 3 und 6 Monaten vielleicht vergangen. Ja, einigen wir uns doch drauf. Und vielleicht wird es ja dann auf dem DVD-Cover zitiert. Ja. Was ich auch noch. Er verlor sein Gehör und ging 7 Monate in Reha. So verkaufst du DVDs, ja. Nee, aber was halt echt schön ist an dem Film, es ist halt wieder ein Film über ein Thema, das vielleicht viele Leute abschreckt, wie es jetzt beim Wrestler auch war, dass man jetzt sagt, okay, mag vielleicht ein toller Film sein, aber hey, es geht über Wrestling und das interessiert mich überhaupt nicht und dann werden vielleicht hier viele Leute sagen, Gott, was habe ich mit Sludge am Hut? Ist aber eigentlich kein wirklicher Hauptdarsteller, oder? Es ist mehr oder weniger nur so ein, ja, wie sagt man, ein brennendes Feuer, das einen den Hauptdarsteller verständlicher macht. Ich finde es halt, also es ist nicht meine Musik, ganz klar, aber der Kontrast ist halt so schön, weil es hat eine sehr aggressive, sehr laute und sehr stimmungsbetonte Musik und das ist natürlich, bam, gehörlos, das ist noch krasser, glaube ich. Ja. Also ich glaube, dass ich es nicht so krass gefunden hätte, wenn er jetzt irgendwie Die Wildecker Herzbuben oder was? Also. Ja, oder Panflötenspieler oder so. Oh Gott, der taube Panflötenspieler vom Porzermarkt. Jetzt stelle ich mir Olivia Cook und Riz Ahmed in der Fußgängerzone vor. Das Ding ist, was mir seit gestern immer wieder passiert, ich habe ja jetzt ein bisschen gegoogelt, wenn man nach Sound of Metal googelt, wird immer als in der Besetzung wird immer Dakota Johnson an dritter Stelle gestellt. Okay. Und ich habe mir gestern gedacht, als welches Möbelstück hat die sich eigentlich verkleidet? Aber nee, die kommt gar nicht vor. Also ist eine kleine Lüge, Google. Es kann sein, dass die im Gespräch war für die Rolle, die dann Olivia Cook bekommen hat. Die ist so gut, die darf man nicht ersetzen. Ja, die ist ich muss ja sagen, ich habe mich ein bisschen in sie verliebt. Ja. Schon wieder. Also das darf man auch. Bis auf den Ready Player One, den ich gar nicht mal so schlecht finde, muss ich dazu sagen, habe ich mich jedes Mal in sie verguckt. Und dann denke ich mir jedes Mal, ach Gott, die ist noch so jung. Ja, gut, aber Lukas? Ganz toll, also wirklich, hat mir sehr gut gefallen und auch allgemein sehr sympathische Schauspielerin und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass man da noch mehr sieht. Generell momentan, finde ich, kommen da sehr viele sehr gute jüngere Schauspielerinnen hervor, die, glaube ich, noch sehr lange auf jeden Fall auch sehr tolle Sachen machen werden. So zum Beispiel wie Anya Taylor-Joy zum Beispiel. Genau. Aber das Schöne ist, die spielen dann auch immer so in kleineren Produktionen auch mit. Ich glaube, da kommt mir kommt's langsam so vor, als würde diese Schauspielerinnen-Generation versuchen, so ein bisschen von diesen Emma Watsons irgendwie wegzukommen, weißt du, die dann irgendwie über diese hoch mainstreamigen Geschichten dann irgendwie reinrutschen ins Business und die suchen sich dann schon eher so auch mal kleinere Charakterrollen raus. Mhm. Vielleicht, weil sich das ganze Business so dank Streaming verändert hat.
Ja. Dass jetzt auch kleinere Filme halt produziert werden und die können sie machen, ohne dass sie dann gleich in der Versenkung verschwinden. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Man muss aber auch sagen, es ist sehr schade, dass Sound of Metal eigentlich jetzt erst nach Deutschland kommt. Denn es ist vor allem sehr schade, dass er nicht ins Kino kommt, denn ich glaube, das Design käme im Kino noch einiges geiler. Ja. Ja. Das ist wirklich schade, das stimmt. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, müssen wir. Gut. Welche Punkte vergeben wir denn heute? Mit so Drumsticks oder? Ich würde ja sagen, Olivia Cooks Augenbrauen, die fand ich nämlich total fasziniert. Okay. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Warum haben sie hier die Augenbrauen weiß gefärbt? Ach, stimmt. Stimmt, ja. Okay, ja, da bin ich. Ja, cool. Aber wir können. Okay. Also, ich bin ja noch in dieser euphorischen Stimmung. Ich glaube, wenn ich jetzt noch zwei Tage warten würde, würde ich die Bewertung vielleicht dezent geringer ausfallen. Aber ich gebe jetzt einfach, komm, was soll der Geiz, 5 von 5 Oliver Cooks Augenbrauen. Ja. Ja, ich muss dann auch 5 geben, denn was wäre das denn, wenn dann irgendwelche halben Augenbrauen? Das geht nicht. Ja, ich gebe dann der. Also wirklich vor mich, ja. Dann gebe ich der Vollständigkeit halber auch 5 Augenbrauen. Geht es eigentlich um einzelne Augenbrauen oder Augenbrauenpaare? Ja, das wären dann 10, oder? 10 von 10 Augenbrauen. Ja, dann hätt's eine 15 Augenbrauen. 7,5 Augen. Die 7,5 Augen der Olivia. Der Olivia Cook. Das ist ein teuer. Super Fazit. Dieses Buch schreibe ich. Okay. Sind Sie schon dran? Ja. Mit dem neuen Weihnachtsroman. Okay. Ja, meine Lieben, danke fürs Zuhören dieses sehr, ja, leidenschaftlichen Cast. Es ist das Problem, es ist immer das Problem, wenn du Filme hast, die jedem gefallen. Ja, ich weiß. Könntest du eigentlich sagst, was kurz, soll das? Kurz, könntest du eigentlich sagen, hey, schaut ihn euch an, was wollen wir darüber reden? Wir sind dem nicht würdig, das zu beurteilen. Es ist ein Film, einer der besten Filme 2020. Und also meine Empfehlung ist, macht es wie unser Kollege Lukas hier, an einem Tag Sound of Metal und Mank bei Netflix dann noch angucken und dann habt ihr eigentlich das absolute super Wohlfühlprogramm. So. Außerdem genau. Konnte ja niemand mehr behaupten, dass 2020 so ein mieses Jahr ist. Nee, die meisten Sachen kommen halt leider nur im Streaming. Ja. Das stimmt. Eine Empfehlung okay. Würde ich vielleicht gern noch eben raushauen. Bezüglich dieses Films, bevor ihr den Film guckt, denkt nicht, dass ihr einen Whiplash 2 bekommt, nur weil es um Drummer geht oder um Musik, weil ich würde sagen, dass so die Musik tatsächlich dann im Endeffekt doch eher im Hintergrund ist, sondern dass es wirklich dann eher das Hören ist, was so wichtig ist. Also geht am besten einfach unvoreingenommen in diesen Film und dann werdet ihr auf jeden Fall belohnt. Gutes Schlusswort. Super. Dann muss ich dieses Schlusswort jetzt leider wieder kaputt machen, indem ich noch was sage. Und zwar vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß bei den weiteren Casts des Telestammtisch. Ich sage Tschüss und die beiden Herren links und rechts von mir dürfen auch noch Tschüss sagen. Also gemeinsam 3, 2, 1, Tschüss. Nun kommt alle schnell, schnell her beim Telestammtisch Weihnachtsessen. Da ist der Paul. Hallo. Und auch der Sven. Hallo! Nein, heute gibt es kein Peng-Peng. Der Weihnachtsflow hat uns ergriffen. Singen, tanzen, alles mit inbegriffen. Jingle Jangle Journey auf Netflix erläuft seit dem 13.12. auch für euch. Die Disney-Jungs sind fremdgegangen. 2,5, ob sie es auch erlangen? Den Inhalt euch der Paul erzählt. Mal schauen, ob der Film uns quält. Tada! Ich wollte erst singen, aber das wollte ich dann wirklich niemandem machen. Das haben wir jetzt schon geklärt, das machen wir erst bei der nächsten Besprechung, die wir heute aufnehmen. Ja, Jingle Jangle Journey oder im Original glaube ich Jingle Jangle Christmas Journey, irgendwie so. Genau. Ganz kurz, es geht um einen Spielzeugerfinder oder um einen Spielzeugmacher und ein großes Genie und das bekommt ist etwas in die Jahre gekommen und bekommt Besuch von seiner Enkelin. Und dann gibt es dort noch einen Widersacher aus vergangenen Zeiten, der den Spielemacher beklauen möchte, kurzerhand. Sie sehen sich da so ein bisschen konfrontiert und es ist ganz viel Weihnachten und ganz viel Musik, denn das ist ein
Weihnachtsmusical? Ja. 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 Genau. Hat er die Weihnachtsbotschaft schön dir näher gebracht? Er fühlt sich für mich tatsächlich gar nicht so sehr wie ein Weihnachtsfilm an. Irgendwie, er hat zwar dieses typische, also er hat überall Schmuck und dann die typische Kostüme und schon dieses Kitschige, was man in den meisten Weihnachtsfilmen hat, aber trotzdem kommt bei mir nicht so richtig das Weihnachtsfeeling auf. Aber ich finde zumindest als Musical, als überzuckertes Musical, kann er doch ein bisschen unterhalten. Okay, warum kriegst du kein Weihnachtsgefühl bei diesen schönen weihnachtlichen Bildern, ja, und dieser herzergreifenden Story? Bist du schon so abgestumpft? Nein, aber ich glaube, mir hat ein bisschen der Schnee gefehlt. Ich glaube, in der... Was? In der, ja, am Anfang, also in den Anfangsszenen gibt es, glaube ich, nicht so viel Schnee. Das hat mir noch gefehlt. Also, ja, Weihnachtsfeeling. Das Gemütliche hat mir, glaube ich, gefehlt. Also, ich muss sagen, der Film war vom Weihnachtsfeeling her wirklich ein Volltreffer. Er hat bei mir sehr viel weihnachtliche Gefühle ausgelöst. Und ich habe jetzt rausgeguckt und dachte, verdammt nochmal, warum schneit's bei uns nicht? Er hat so ein paar kleinen Stadtschwierigkeiten und meinem Problem, dass ich es nicht mag, wenn bei Musicals, warum auch immer, auch bei Disney-Filmen, sie die Lieder unbedingt eindeutschen. Ja, ich habe es im Original geguckt. Ich habe immer hin und her geswitcht und weil so die ersten paar Lieder dachte ich, naja, okay, jetzt will ich aber mal gucken, ja, wie es im Original klingt. Dann habe ich ins Original reingeschaltet und da gefiel es mir dann deutlich, ja, besser. Definitiv. Das ist auch, ich frage mich immer, na, wahrscheinlich, weil dieser Film eher eine jüngere Zielgruppe hat, weil bei The Prom, den wir ja jetzt auch vor kurzem erst besprochen haben, da wurden die Lieder nicht übersetzt, da wurden sie lediglich untertitelt. Nee, und das finde ich für sowas. Also bei Disney könnte das Argument ja ziehen, ja gut, er kommt ins Kino und die Kids wollen dann den Soundtrack, wenn er von Helene Fischer oder sonst irgendwas gesungen wird. Ja, aber so ist schade, dass es da keine, sonst nicht so eine Umschaltfunktion gibt. Dass man sagt, okay, der Film auf Deutsch, aber die Lieder in Englisch. Das wäre da echt noch ein Ticken besser gewesen. Der manuell machen. Ja, aber das ist voll ätzend. Ja, weil es dann auch immer zwischen lädt. Also wenn du da jedes Mal... wenn du Pech hast und hast keine super stabile Verbindung, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Nee, was hat dir am Film oder an was hat dich der Film so generell noch teilweise miterinnert? Weil ich finde, da sind viel, viel Einflüsse drin, die man auch von außen so als Filmfreak schnell erkennt. Ja gut, als Filmfreak ist mir, glaube ich, habe ich den nicht so genau angeguckt, aber auf jeden Fall die erste Assoziation, die ich hatte, ist zumindest, was die Musik angeht, The Greatest Showman. Denn diese ganzen Musical-Nummern, die sind sehr poppig und sehr, ja, doch schon auf große Show gemacht. Ja, ich fand so zwischendrin hat er von den Kostümen und auch so von der Ausstattung draußen so einen, also für mich zumindest einen leichten Tim Burton-Effekt. Mhm. Es ist groß, es ist auch auf so ein bisschen Comic gemacht. Es ist auch ein ganz klein wenig düster. Ja, also zumindest mal für ganz kleine, ja, für ganz kleine Zwockels. Oh Gott. Aber ja, auch an wen hat dich Buddy 3000 erinnert? War das dieser Roboter? Mhm. Nur der Kopf. Ja, nur der Kopf. Keine Ahnung, an Wall-E. Ja, genau. Genau. Ja, natürlich, diese Einflüsse, die hast du auch, ich habe mich auch, wo sie da in der Fabrik waren, hatte ich auch die Assoziation hier, Charlie und die Schokoladenfabrik irgendwie. Genau, ja. Aber ja, natürlich, oder großer Weihnachtsbaum, da habe ich auch Polar Express, also klar, man. Ja, kleine Einflüsse sind schon drin, also sieht man schon. Sonst, wie hat dir die Darstellungen gefallen? Die Schauspiele, haben sie ihr Bestes gegeben? Ja, also es war... eigentlich ganz klassisch, beziehungsweise ganz klassisch Weihnachtsfilm und auch ganz klassisch Musicalfilm. Die Sänger und die haben immer eine Ausstrahlung beim Singen und die legen sich richtig ins Zeug und so. Was wir auch dazu sagen können, dass dieser Film fast ausschließlich mit People of Color besetzt ist. Genau. Und das fand ich auch schön. Und ja, die machen ihren Job gut. Ja, fand ich auch. Ich fand auch die Songs, weil du ja auch gesagt hast, sie sind ein bisschen poppischer. Fand ich super. Es kam auch nie Langeweile auf. Aber
Ich finde den Film dann doch ein Tick zu lang. Ja, doch. Er hat zwischendrin wirklich Leerlauf, wo ich denke, oh, da könnte man doch schon etwas straffen. Dann hätte er ein bisschen mehr Pep gehabt, finde ich. Das definitiv. Und da muss ich auch sagen, hätte es die Lieder nicht gegeben, dann hätte ich den Film, glaube ich, nicht zu Ende geschafft. Weil die Lieder, die sind dann schon immer so, also die haben es so für mich gerettet. Weil ich dann sagen würde, okay, jetzt habe ich wenigstens noch so ein paar Lieder, denen ich lauschen kann. Ich fand jetzt auch nicht, dass es die wieder die Ohrwurm-Tracks sind, aber zumindest haben sie mich für die Laufzeit des Films gut mitgenommen. Aber ja, ohne die Musik, ha, das wäre dann nichts geworden. Das stimmt, ja. Also ohne Musik, das, oh Gott, da wäre ich eingeschlagen. Ja, weil es auch alles so simpel war und auch dieser Bösewicht, der ist natürlich auch nicht wirklich ernst zu nehmen und auch wie das Ganze aufgelöst wird, das ist schon ganz klar, ganz heile Welt und ganz, aber das ist ja okay für einen Weihnachtsfilm oder für ein Weihnachtsmusical, also. Absolut, absolut. Besonders fand ich es witzig, als ich den Bösewicht gesehen habe, dachte ich, okay, dich kenne ich. Ich habe ganz komische Erinnerungen. Ich kenne dich. Dann habe ich weitergeguckt und denke, ach Gott, das ist der Lehrer von Prom. Echt? Ah ja, genau derselbe. Ich habe nämlich noch nachgeguckt und guck, ach, das ist Keen Michael Key tatsächlich. Oh. Das ist dir nicht aufgefallen. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe den Film gesehen, aber ich habe ihn, glaube ich, vor The Prom gesehen. Und der ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen, ist ja schon ewig her. Ja, das stimmt. Also ich habe so zwei Charaktere, die ich richtig witzig fand. Das ist einmal die Dame, die immer wieder um Whittaker buhlt. Ja. Die finde ich sehr witzig. Ich fand auch diesen Gimmick ganz geil, dass eigentlich keiner seinen Namen ausspricht, sondern sie ihm alle irgendwelche Abkürzungen geben. Und mein absoluter Favorit war natürlich Juan Diego, der Matador. Oh, der sich dann dauernd, ich habe einen Knackarsch und sonst irgendwas und guck mal, wie geil ich bin und ich bin sowieso der Geilste. Und dass das halt auch noch Ricky Martin synchronisiert hat, bringt es dann halt noch auf die Spitze. Ich habe gut gelacht. Er kam aber leider viel, viel zu wenig vor. Zum Glück. Ich fand den mega nervig. Echt? Ja. Ich fand den saugeil. Also bei deinen ersten Charakter kann ich voll nachvollziehen, weil die fand ich auch. Ich gucke auf die Auftritte habe ich mich auch immer gefreut. Den anderen gegen, da war ich immer ganz recht froh, wenn er wieder von der Bildfläche weg war. Ja, sonst, ja, Bildsprache, es sieht alles hübsch aus. Es fällt auch immer wieder ein bisschen Schnee oder es liegt Schnee da. Es gibt natürlich auch eine fulminante Schneeballschlacht. Doch, am Anfang? Stimmt. Nee, ja, nein, am Anfang nicht. Stimmt. Die Schneeballschlacht, die war auch schön. Die haben sie allgemein, die Jungdarsteller machen einen tollen Job und die können halt echt, wenn man so original guckt, können die auch richtig gut singen. Mhm. Das stimmt, ja. Also es hört sich alles wirklich absolut top an. Es hört sich wirklich top an. Ja, was gibt's da sonst noch zu sagen? Ja, was für eine Botschaft transportiert uns denn dieser Film in der Weihnachtszeit? Was meinst du? Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, natürlich Familie, weil es ja auch eine Geschichte um seine Tochter ist und seine Nichte. Ach richtig, das. Was war's noch? Dass man Träume nicht aufgeben soll, egal ob du groß oder klein bist. Und natürlich, was einen immensen Zeitrahmen des Films auch einnimmt, ist der Glaube. Glaube an dich, was du tust. Ja. Glaube an andere. Oh, da wird mir ganz warm. Ja, ich weiß, mir auch. Nee. Sonst gibt's noch irgendwas? Ich habe nichts mehr. Ich finde, bei so Musicals ist es schwer. Ja, weil das auch einfach solche. Das ist auch so, also entweder magst du Weihnachtsfilme oder Weihnachtsmusicals oder entweder du magst sie nicht, weißt du. Entweder kannst du dir das mal angucken oder schaltest schon nach der ersten Musical-Nummer ab. Mhm. Das stimmt, ja. Und inszeniert sind sie ja eigentlich immer alle top. Also da kannst du ja wirklich nirgendwo meckern. Und ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, oder? Ja, sehr gerne. Okay, was vergeben wir? Wall-Es. Okay.
Schieß los. Ja, also ich habe diesen Film eigentlich einfach mal so angemacht. Nicht mal im Hinblick darauf, dass ich vielleicht mal beim Telestammtisch darüber rede. Aber ich hatte einfach Lust auf was Weihnachtliches. Für mich ist das Weihnachtsfeeling nicht so ganz durchgedrungen. Dazu weiß ich nicht. War es mir entweder zu viel oder ich habe am Anfang den Schnee vermisst. Dann ist er ist mir auch ein bisschen zu lang. Und auch dieses Ganze, also man innerhalb des Films gibt es auch mehrere Zeitsprünge, wo ich einfach, ja, die wollten einfach jetzt den Song präsentieren und da, die machen erzählerisch oder auch in der Dramaturgie jetzt nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Aber der sieht gut aus, die Musik war für diesen Film schön und ich wurde zumindest für diese 2 Stunden gut unterhalten und deswegen, ich vergebe 3 von 5 Wallys. Das ist manchmal schon sehr erschreckend. Ja, ich vergebe auch 3 von 5 Wallys. Mir hat der Film gut gefallen, erstaunlich mäßig gut, hat mich auch in ein schönes weihnachtliches Feeling versetzt. Er ist wirklich ein bisschen zu lang. Man sollte ihn sich auch im Original angucken, wenn man auf sowas steht. Oh, Ricky Martin fand ich gut. Und diese Zwischenanimation, wo man aus dem Off erzählt bekommt, wie es halt weitergeht mit diesen Figuren, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, er ist halt wirklich etwas zu lang und zwischendrin passiert halt nichts. Es wird zwar gesungen, aber es kommt irgendwie nicht voran. Deswegen bleibe ich da auch bei 3. Möchtest du noch was zum Schluss sagen? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch weitere Weihnachtsfilmbesprechungen hier beim Telestammtisch, dann ist die letzte Zeit, ist auch das ein oder andere auch beim Telestammtisch rausgekommen und wir nehmen jetzt auch direkt im Anschluss noch eine Besprechung zu einem Weihnachtsspecial auf. Wenn ihr mal Lust habt, eine Besprechung zu einem Weihnachtsfilm zu hören, der uns jetzt nicht sonderlich gut gefallen hat, dann hört doch mal bei Mein Weihnachtsglück eine zweite Chance für die Liebe rein. Den haben auch Sven und ich besprochen und ja, ich sag mal so, ich glaube, wir hatten mehr Spaß bei unserer Besprechung als bei diesem Film. Und damit sage ich tschüss. Okay, dann habe ich noch was. Zum Ende hin sag ich euch allen tschüss. Mit Musicals ist bei mir erstmal Schluss. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!